Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kongs Laborat. Heute mit dem zweiten Teil vom ersten Teil, den es nicht gibt. Ganz einfach, ich hatte schon mal angefangen, den ersten Teil zu drehen und dann ist mir gründlich was daneben gegangen. Es kommt davon, wenn man versucht, alles aus dem Kopf zu arbeiten und nicht nochmal nachguckt. Weil ich habe schon mal so einen Teil gebaut, zumindest mal ähnlich, da hat es funktioniert. Ist auch schon über 2 Jahre jetzt her, glaube ich. Und ich habe versucht, in meinem Gehirn die passenden Baupläne zu finden. Das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt habe ich mir bereits einen neuen Rohling geschnitten. Und den bearbeite ich mit euch jetzt, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Okay? Ja, und was es mit dem Fehlversuch auf sich hatte, das zeige ich euch gleich, wenn ich den Bearbeitungszustand erreicht habe, bei dem ich den Fehler gemacht habe. Und solange, schaut mir einfach mal zu. Und wie ich das Ding umgebaut habe, davon gibt es ein eigenes Video. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und da der Junge noch nicht an die Absauganlage angeschlossen ist, werde ich es erstmal kehren. So viel war es ja nicht. So, jetzt haben wir schon wieder 2. Kurz, das eine ist ein bisschen länger. Aber das hat einen mathematischen Grund, warum ich das jetzt mit Absicht ein bisschen länger lasse. Mal erstmal Platz. So, Brett habe ich. Und da suche ich mir jetzt die Mitte, ob ihr diesen Strich in der Mitte macht oder nicht, das hängt davon ab, was ihr im Endeffekt bauen wollt. Also es muss nicht die Mitte sein, nur ich möchte, dass es die Mitte ist. Also davon hängt das jetzt ab, wie das Gerät oder Teil im Endeffekt aussieht. So, diese Mitte übertrage ich jetzt mal auf die andere Seite. Und jetzt mal eine kleine Zwischeneinlage. Ihr seht, dass ich im Moment nicht so wirklich auf Werkstatt geeicht bin, weil mir ist nämlich unterwegs was eingefallen, als ich hier beim Arzt war. Und zwar werde ich den Teil, wo ich das Brett anzeichne, ans Ende des Videos verlagern. Und wen es interessiert, der kann sich das gerne nachher angucken, weil wie ich es anzeichne, ist sehr wichtig. Wen es nicht interessiert, der kann halt jetzt das Video gleich weiter gucken. Weil das Anzeichnen des Brettes ist existenziell, das ist ganz wichtig und es wird in den meisten Videos halt nicht gezeigt. So, und dann entsteht eine solche Zeichnung. Und wie ihr unschwer an dem Brett erkennen könnt, werde ich diese markieren. Bis da war noch alles richtig. Auf der Rückseite bin ich hier rechts
muss ich hier links . So sieht es dann aus. Wie ihr jetzt schon erkennen könnt, habe ich diese Bohrmaschine mit einem zusätzlichen Bohrfutter versehen, weil es ist sehr unhandlich, diese kleinen Bohrer in den großen Schnellspannverschluss einzuführen. Dementsprechend habe ich hier unten mir so einen kleinen besorgt, den ich jetzt da reinstecke. Ziel ist es jetzt, dass diese Bohrung, die ich jetzt anfertigen werde, genau an diesem Punkt herauskommt. Schlitze noch ein wenig ausschleifen. Das hatte ich bei dem anderen Brett nicht gemacht und mich schon darüber geärgert. Und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, an dem ich mich vertan habe. Und zwar geht es hier jetzt drum, entlang dieser Linie hier eine Rundung einzumeißeln. Aber nicht so rum, sondern so herum. Das war mein Fehler. Ein kleiner, folgenschwerer Gedankenfehler. Tja, Brett vorm Kopf. Also, das da. Das muss weg. Und auf der Seite, das da. Cool, machen wir das. Dazu nehme ich wieder meine schönen Bankhaken. Diesmal schaue ich genau, das muss weg. Das da, nicht das andere, das da. Womit das im Endeffekt dann so aussieht. Und jetzt bei dem da so herum. Und beim nächsten wieder die Seite. Und wenn ihr euch jetzt mal dieses Bild anguckt, was dann entsteht, das hat mit dem nichts zu tun. Nicht wirklich. Da habt ihr mal den direkten Unterschied. Also so muss es aussehen und so war es grottefalsch und ich Trottel arbeite auch noch weiter. Und da hatte ich meinen Fehler dann eingesehen und mich für den Neubau entschieden. So. Ich klopfe jetzt mal ein bisschen weiter und wir sehen uns nachher wieder. Nach einiger Zeit des Bastelns, viel Feinarbeit, sieht die Geschichte.
sieht so aus. Nun geht es darum, da unten eine Aussparung reinzumachen und da oben eine Verzierung. Nach einigem Hin und Her habe ich mir jetzt da mal was aufgemalt und das schneide ich jetzt mal aus. Bin ich ein wenig weitergekommen und jetzt werde ich mal diese Aussparungen, die ich gerade gesägt habe, schleifen. Momentan auf Stand der Dinger und jetzt mache ich hier oben die Kanten noch ein wenig rund und hier unten muss ich auch noch was machen, aber kann ich erst nach dem nächsten Arbeitsschritt. So ein Gerät ist recht hilfreich, wenn man hier jetzt eine Mittellinie ziehen möchte. Und zwar nur bis genau dahin. Ich zeige es euch nachher mal in der Nahaufnahme. So, das Teil ist jetzt ringsherum markiert und jetzt werden wir ein wenig sägen. Also ich, ihr guckt zu. Und entlang der Linie trenne ich die beiden Bretter jetzt der Länge nach auf. Und wenn ihr euch fragt, warum man das nicht an der Bandsäge macht, probiert es aus. Ihr werdet schnell merken, warum ich das mit der Hand mache. Weiter man jetzt zur Mitte vordringt, desto weniger Platz hat man zum Spannen, weil das Spannen halt den Sägeschnitt wieder zusammendrückt. Also die Sache wird immer vorsichtiger. So, und genau hier muss jetzt Schluss sein. Am Ende
von diesem Bogen trifft er auf die Senkrechte. Und da muss Schluss sein. Und jetzt seht ihr auch schon das Geheimnis von diesem Konstrukt. Das Brett ist hier durchgängig. Hinter dieser Aussparung oder beziehungsweise hinter diesem Schnitt ist dann dieses Brett durchgängig. In der nächsten Folge ist wieder dieses Brett durchgängig und somit ist das ganze Ding von hier nach hier und von hier nach hier stabil. Aber jetzt mache ich erstmal die Feinarbeit noch und dann machen wir uns ans Auftrennen. Das heißt, ich säge dann hier nachher ganz fein mit Metallsägeblatt rein und gleichzeitig werde ich hier beobachten, dass ich hier tief genug bin und auch da jeweils dann nacharbeiten, dass sich die beiden irgendwann mal als Lichtspalt treffen. An meiner Handstellung seht ihr schon, bitte gar keinen Druck aufwenden. Überhaupt keinen. Und darum sagte ich eingangs, Bandsäge? Keine gute Idee. Und wenn das meine Hand jetzt mitmachen würde, was ich hier tue, ihr habt es eben schon gesehen, wie ich gezeigt habe, wo ich zeichnen muss, die ganze Hand zittert. Also seht, ich halte die Säge nicht mal wirklich fest. Ich liege hier nur lose mit der Hand drin. Hier vorne seht ihr gerade nicht. Moment. Hier halte ich die Hand dagegen, um Vibrationen zu verhindern. Ihr seht, das ganze Ding vibriert halt. Und damit die Vibrationen das Holz nicht abreißen lassen, halte ich da nur die Hand dagegen. Und alles ohne Gewalt. Jetzt nur noch mal kurz zum Zeigen. Also diese kleinen Stege, die jetzt hier noch über sind, überall, da etwas mehr, die muss ich jetzt noch wegarbeiten. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Weil wenn das Holz bricht, dann nicht an der Stelle, wo es soll, sondern genau da, wo es nicht soll. Also vorher wegmachen. Wie gesagt, ich habe das Ding schon mal gebaut und aus Erfahrung wird man klug. Weil bei dem allerersten Versuch hatte ich dann auch, ah ja, bewegt und so, jetzt mach mal das Ding auf. Ja, und dann hatte ich vier Teile. Und soll ein Teil sein, aber beweglich. So, ich bastel mich mal ein bisschen vorsichtig voran und dann zeige ich euch gleich was. Und im Endeffekt sollte das dann so aussehen. Ich hoffe, man kann das sehen. Das da oben. Dass da in der Ecke minimal wirklich nur ein Hauch das Lineal sichtbar ist. Und von hier aus durchging und von hier aus durchgängig bis zur Mitte frei ist. Durchgängig. So. Das ist genau so,
Passt. So, liebe Leute. Wenn ihr das jetzt alles fein säuberlich ausgearbeitet habt und euch nirgendwo vertan habt, dann sollte das jetzt so funktionieren. Dass es jetzt noch nicht ganz aufgeht, liegt mal daran, ich möchte doch ein wenig schleifen. Aber im Endeffekt, bitte nicht mit Gewalt. Das Holz bricht euch weg. Mit viel Geduld schafft ihr das. So, ich schleife noch ein bisschen und dann sehen wir uns wieder. So, und zum Schleifen, wenn man das jetzt nicht richtig aufbekommt, gut, ich habe jetzt schon ein bisschen geschliffen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, habe ich mir so dünne Streifen geschnitten, die ich dann da einfädel und kann dann die Aussparungen vorsichtig schleifen. Wenn das eine Weile gemacht hat, geht das Ding dann komplett auf. So, jetzt können wir, oder kann ich, an die Endbearbeitung gehen. Ich sagte eingangs, hier unten möchte ich noch was tun, weil ich möchte nicht, dass der auf diesen eckigen Füßen steht. Dementsprechend schleife ich die jetzt unter Zuhilfenahme des Tellerschleifers erstmal rund. Alle vier. Die Füßchen rund, also fast. Und nun, da das ja ein Handyhalter werden sollte und ich eingangs mal sagte, dass ich diese Linie brauche, werde ich das hier, das Oberteil, jetzt abtrennen. Weil sonst komme ich ja nicht an das Handy dran. Wie ihr das im Endeffekt macht, was ihr mit dem Teil macht, bleibt euch überlassen. Aber wie gesagt, so kann man es gefahrlos als Buchständer benutzen. Habe ich hier unten ein wenig mehr stehen lassen. Das war jetzt mal Absicht. Also ein bisschen mehr abgeschnitten, wie ich eigentlich wollte. Weil das Teil kann man so später nochmal irgendwie verwenden. Da brauche ich es nicht nochmal schneiden. Also euch wird das mit Sicherheit nochmal irgendwo begegnen. Und nun passe ich diese Ecken der Rundung von diesen Ecken an. So, und nun, da wir jetzt soweit sind, also so sieht das Teil dann im Endeffekt aus. Und jetzt werde ich die ganzen Kanten mal brechen, schleifen und pünktlich zum Ölen sehen wir uns wieder. Ich beschließe jetzt einfach mal, dass ich genügend geschliffen habe. Man könnte sich damit zwar noch mehrere Wochen beschäftigen, aber reicht. Also, Öl dran. Ja, liebe Leute, es ist vollbracht. Ich dachte mir, jetzt zweimal ölen ist genug und hier habt ihr das schöne Teil. Ich kann es mir also in die Tasche stecken und bei Bedarf auf den Tisch.
Handy drauf. Dann kann ich wunderschön damit arbeiten. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt Spaß gemacht. Denkt dran, im Anschluss kommen dann noch die Einzelheiten und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare, ich werde sie mit Sicherheit beantworten, sofern es mir möglich ist. Bis dann, ich wünsche euch was. Tschüss, winke winke, sagt euer Corvus Laborat und heute ist Sonntag und das hier ist mein Geburtstagsgeschenk an mich selber, weil gestern war es soweit. So, winke winke, tschüss. Das ist sogar ziemlich stabil. Was mir beim Schneiden des Videos aufgefallen ist, ich hatte gesagt, der Schnitt muss nicht in der Mitte. Also es hängt davon ab, ob das Gebilde so aussieht oder ob es mehr so aussieht. Und wie weit diese Schenkel herausgucken oder wie ihr die nachher bearbeitet. Also wie gesagt, es muss nicht in der Mitte, es hängt davon ab, was ihr nachher machen wollt. Also wenn ihr ein solches Gebilde baut, könnt ihr nachher da ein Buch einlegen. Aber ich möchte ja einen Handyhalter bauen. Aus dem Grund wähle ich halt die Mitte, damit ich hier mit der Auflage identisch bin mit dem Fuß, womit mir das ganze Teil nicht nach hinten kippt. Also vor 2 Jahren, als ich das Ding schon mal gebaut habe, ist mir dieser Fehler unterlaufen. Dementsprechend war das Brett unbrauchbar. Von der Mitte aus muss jetzt jeweils links und rechts ein neuer Strich gezogen werden, der dieser Brettdicke entspricht. Es gab jetzt 1,4, das heißt von der gezeichneten Mittellinie aus 0,7 in jede Richtung. Ob ihr euch da vertan habt, wird euch das Werkstück nachher selber mitteilen. Aber das war immer noch nicht der Fehler, den ich gemacht habe. Weil soweit stimmt es noch. Also parallel ist es schon mal. Und einmal rum wieder. Weil die andere Seite muss ja auch.
Und jetzt brauchen wir das, was ich nicht habe. Jetzt nehmen wir diese Breite und teilen sie durch 7. Tatsächlich. 8,8 wäre dann mathematisch 1,257 irgendwas. Aber das kann man ja ausprobieren. Ist ja noch nicht zu spät. Solange man noch keinen Schnitt und keine Bohrung gemacht hat, ist alles reversibel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Man soll nicht mit dem Gerät rumspielen, habe ich mir mal sagen lassen. Weil auf der anderen Seite muss man ja auch. 1, 2. Also ihr dürft das gerne nachbauen. Dann wisst ihr nachher, wovon ich hier rede. In der Hoffnung, dass es passt. So. Jetzt nehmen wir diese Schüssel. Und verteilen sie nach rechts und links. So. Und dann entsteht eine solche Zeichnung. Und wie ihr unschwer an dem Brett erkennen könnt, werde ich diese markieren. Bis da war noch alles richtig. Auf der Rückseite bin ich hier rechts, muss ich hier links. So sieht es dann aus.